Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft The Hunger Games. Wir warten noch kurz, bis es losgeht. Es sind, wie viel? 17 von 24, 18 von 24 Spielern schon in-game. Hallo, hallo. Und, ich hoffe, dass es gleich losgeht. Who can pass code? Was auch immer das heißt. Ich habe herausgefunden, warum ich das letzte Mal gestorben bin von so einem komischen Gas. Das war nach einer bestimmten Weile, 10 Minuten oder so, fängt, oder auch von Anfang an, breitet sich so ein Gas von der äußeren Kuppel nach innen in die Mitte aus, und wenn man halt schon länger spiele und dann längere Zeit zu weit außen, tut einen das Gas dann halt irgendwann, ist es halt so weit, dass es einen erwischt. Ja. Deswegen letzte Runde habe ich voll gewonnen, bin ich einfach gleich am Anfang an Spawn, habe ich die cooles Zeug bekommen, also Steinschwert und zwei Ledersachen und eine Goldsache, also Goldrüstung, und habe dann einfach am Spawn gewartet auf andere Spieler. Hab die einfach getötet, das heißt, ich habe Spawn-Camping gemacht, kann man sagen. Aber, oh, es geht los, the rules, no hacking, cheating. Guck auf die Sprache, sonst bekommt man Bann. Sag den GMs nicht, wie die ihren Job machen sollen. Man soll Hacker melden und Spaß haben. Und 5, 4, 3, 2, 1. Oder es sind gerade noch zwei rein. Oh, verdammt. Gar nichts mehr drin. Ach, okay. Ist voll verkackt, aber sowas von. Aber überhaupt nichts bekommen. Am Anfang nicht gesprintet und dann nicht. Naja. Okay, wir gehen einfach mal in die Richtung hier und hoffen, dass irgendwas Tolles kommt. Jetzt ist erst der allererste gestorben. Normal sterben die allerersten von viel früher, aber ist ja relativ egal. Okay, wo ist die nächste Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist das? Hier sollte man nicht reinfallen. Hier aber auch nicht. Sagen wir, gehen mal in die Nähe von so einem See, denn bei denen sind meistens irgendwo Kisten versteckt. Na, ich springe jetzt halt nicht überall mutwillig rein, weil sonst habe ich noch weniger Zeit, weil ich da ja wieder irgendwie rausschwimmen muss. Oh, da sind Diamanten, die kann ich aber nicht abbauen. Entschuldigung, ja, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ist hier nirgends eine Höhle oder so? Ach, komm schon. Und was ich noch bemerkt habe, man bekommt von Hunden auch Fleisch. Das heißt, falls ich jetzt wirklich total am Verhungern wäre, könnte ich immer noch Hunde töten, weil die spawnen ja nach einer Weile immer. Und ja. Ich habe zwar immer noch keine Kiste gefunden. Ich weiß, ob es toll ist. Ah, da ist was wie ein Haus. Dann gehen wir mal dahin. Oh, ich werde wahrscheinlich gleich angeskypt, aber ist auch egal. Für die Aufnahme wird halt dann kurz unterbrochen. Gehen wir hier aufs Dach. So, eine Kiste und eine Enderperle. Wow! Genial. Ich hätte mir da jetzt vielleicht was Besseres erhofft, aber egal. Wir machen einfach mal ungestört weiter. War da ein Skelett? Nee. Habe ich nicht gehört. Brauche ich jetzt wirklich mal ein Schwert, auch wenn es ein Holzschwert ist, dass ich mir wenigstens Hunde töten kann? Da ist schon die Glaskuppel. Ich muss den Hund jetzt, glaube ich, mal angreifen. Komm her. Mit Beschwert sind die mit zwei Schlägen tot, aber oh, so. Und jetzt stirbt. Ja, ein Fleisch.
Okay, jetzt werde ich nicht mehr so rumsprinten. Was hatte ich gesagt? Gib mir ein Schwert. Miau. Hier irgendwas? Ist da hinten im Wasserfall? Nee, sieht nicht so aus. Puh, 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 puh. Ich glaube, die Runde habe ich wirklich elendig verschisseln. Verschissen, ja. Hier ist auch nichts. Ach komm schon. Wir sind noch drin. Oh ja, da. Da. Das ist die Kiste, das weiß ich. Auf so komische große Bäume kann man ja auch hoch, aber da sind nicht so oft Kisten. Das heißt eigentlich fast nie. Niemand da, niemand da. Gut, jetzt muss ich mir aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava fall. Da ist die Kiste. Oh, komm schon. Ich das schon sehe. Ich so einen Hals, aber so einen Hals. Wo geht's denn hier raus? Da. Was bist du, ein Hund? Okay. Mit dem sollte ich mich jetzt vielleicht nicht direkt gleich anlegen. Wo ist eigentlich der Spawn? Seine Kiste? Ja, da ist eine Kiste. Ah, ich habe das Gefühl, die ist auch schon längst ausgeraubt. Sprint jetzt einfach mal hin. Vielleicht ist da Futter oder Diamant. Ich hatte hier einmal hatte ich ein Diamantschwert, da habe ich einen getötet. Der hat noch gar nichts. Der hatte. Okay, na, Rüstung. Der hatte aber zwei Diamanten und einen Stock dabei und wollte. Und ich stand da halt am Spawn rum, weißt du? Verstehe ich, ja. Und dann habe ich den halt getötet und mir ein Diamantschwert gemacht, aber leider. Ja, konnte ich das gar nicht einsetzen, weil der letzte, gegen den ich gekämpft habe, so ein komischer Typ war, der sich lieber selber getötet hat. Naja. Oh. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Dann muss ich halt da raus. Hier komme ich auf jeden Fall. Oh. Ach. Man müsste ja meinen, dass ich ein bisschen Adventure Map gespielt habe. So 41 Parts. Eine Kuh. Oh. Verdammt, da ist ein Name. Und sie hat nichts gedroppt. Hat er schon? Nee. Ich kann mich ja zur Not mit Hühnchenfleisch ernähren. So, nur aufpassen, weil das vergiftet ein. Ja, ich kann mich richtig gut mit Hühnchenfleisch ernähren. Rennen wir dem Tipp auf mal hinterher. Ich werde eh sterben, aber wir können dann vielleicht unsere Enderperle mal einsetzen. Einfach im letzten Moment noch schnell wegwerfen. Ah, das ist Spawn. Ah, das ist die Kiste. Oh. Vielleicht kann ich ihn verarschen. Okay, es hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Noobie, Noob. Okay. Leckt ein bisschen. Okay, ich glaube, wir sind beide ein bisschen arm dran. Ah, ne, er hat ein Steinschwert. Werden die. Ah, nachts werden, glaube ich, die Kisten wieder nachgefüllt. Nope. Sag mir, das ist ein Steinschwert, oder? Ja.
Dankeschön. Thank you. Oh mein Gott, war das aber nett von dir. Okay, ja, wenn man stirbt, dann ist man halt hier so. Na, die 10 Minuten sind aber auch schon rum. Und ich würde sagen, das hier ist ein ganz cooler Baum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.